Ich frage mich, was uns heute der große Preis von Spanien bieten wird. Vielleicht erleben wir wieder ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wie im unvergessenen Jahr 91 zwischen Mansell und Senna, die sich damals auf der Start- und Zielgeraden ein Millimeter-Duell lieferten. Vielleicht sehen wir aber auch ein eher strategisches Rennen mit deutlich erschwerten Überholbedingungen. Gemeinsam mit weiteren 140.000 Besuchern warten wir auf den Start des Rennens, das mit einem 730 Meter Sprint zur ersten Kurve beginnt und wo die Runde insgesamt 4,6 Kilometer lang ist. 16 Kurven machen das Überholen zwar nicht einfach, doch es gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Stefan Römer steht mir heute zur Seite und zusammen werden wir Ihnen die ganze Action des Grand Prix von Spanien näher bringen. Die Luftverwirbelungen sind ein großes Thema, denn die könnten den hinterherfahrenden Wagen doch ziemlich viele Probleme machen. Wenn sie nämlich zu nah dran sind, liegen ihre Autos ganz schlecht auf der Straße. Stichwort Dirty Air. Uns dürfte dadurch ein eher strategisches Rennen erwarten. Was meinst du? Da bin ich mir gar nicht so sicher, Heiko. Natürlich ist es schwieriger, den anderen zu folgen, aber wenn du mutig genug bist, bieten sich doch einige Möglichkeiten zum Überholen. Zum Beispiel bei der Einfahrt in die Kurve 10 nach der DRS-Zone. Ich glaube nicht, dass dieses Rennen allein durch die Boxenstopps entschieden wird. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Richter macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Verstappen, Valtteri Bottas und Weber, Sainz Jr., Vettel, Perez und Lando Norris, Butler, Ricciardo, Pierre Gasly und Hülkenberg, Magnussen, Albon, Kimi Räikkönen und Romain Grosjean. Russell und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, you've qualified higher than we expected, so let's try to build on this position throughout the race. Auf geht's. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on a full start, we don't want to bog down. Schüsse. So. Eieiei. Hab ich verpennt.
focus now for the rest of the race. Fing ja ganz, ganz schlecht an. Is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Eieiei, kam ich mal dringend vorbei. Is plus one. Faster engine modes are available. Mal ganz dringend wieder vorne ran.
2,5. Meins. Sekunde gewonnen in der Runde. Eine Runde länger mache ich als er. Jetzt voll pushen. Na, mal gucken, ob es reicht. Mal gucken.
reicht nicht. Jetzt hab ich's dran. Denkt man, die Zeit gekontert. Fuck. Das wäre vielleicht eine Chance, da dran zu kommen, mal. Zumindest vorerst. We have five laps of fuel remaining.
So. Vier Runden noch. Zwei Rundchen noch. Okay, mein. Gelb. Thank you.
letzte Runde. Fantastic. You've won the Grand Prix. Großartige Leistung von McLaren. Was für ein überzeugender. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Es ist eine etwas langweilige Antwort, aber die Wahrheit ist, dass sie einfach das bessere Tempo an diesem Tag hatten und einen Fahrer, der weiß, wie man das ausnutzt. Es spielt keine Rolle, wie lange du über Statistiken brütest und Strategien planst, wenn du das Tempo nicht halten kannst. Unsere Gewinner heute haben gezeigt, dass sie beides konnten. Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ohne Frage Kevin Magnussen. Er hat heute auf der Strecke eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und hatte keine Angst, sich durch das Fahrerfeld zu kämpfen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. McLaren baut den Abstand an der Spitze aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Gut. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Eine Weile sah es eng zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen aus, aber Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? Klasse, das war dann alles. So. Schafft. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Sieht aus, als wären deine beiden Rivalen bei 6.